Hitler, Bormann, Geheimnisse an Bord von U-977. Das Thema geht seit 1945 bis zur Gegenwart. Sie waren an Bord. Soweit man weiß, sind Sie auch das einzige bekannte Besatzungsmitglied, von dem man heute noch weiß, was jedenfalls ein Interview gegeben hat. U-977 und Geheimnisse. Gab es welche oder nicht? Was war mit Hitler? Es hat keine Geheimnisse. U-977 hat keine Geheimnisse gehabt mit Hitler. Das bin ich über hundertprozentig sicher. Nein, da war nichts. Das müsste man was wissen. Wie haben Sie denn ganz persönlich in all den Jahren, Sie haben ja davon gehört, dass Sie waren Besatzungsmitglied und in den Medien wurde groß und breit und immer wieder Hitler an Bord oder nicht darüber nachgedacht. Was haben Sie dann persönlich gedacht, wenn Sie gelesen oder gehört haben? Ja, man hat eigentlich nur gelacht darüber. Man hat sich gedacht, was wenn wir mit dem getan haben, wo hätte man den hin verstaucht danach? Das war ja sinnlos. Rekord, 66 Tage unter Wasser. Wie war die Stimmung? Wie waren die Verhältnisse? Wie schmutzig waren die Verhältnisse? Wie stinkig war die Luft? Wie war es an Bord 66 Tage unter Wasser lang? Ja, es war stinkig, das war's. Aber es war zum Auszuhalten. Und nachher, wenn wir es einmal aufgetaucht haben, haben wir das Boot eh renoviert. Innen und außen geputzt. Na, da war Stimmung an für sich, hat es ja auch nichts gegeben. Das war eine Gemeinschaft. Praktisch schon eine Gemeinschaft. Richtig, war total, ja. Ja, Zum Bier von von der Gemeinschaft, weil es halt mal zusammengeklebt. Wo er zusammengeklebt und dann haben wir uns mit denen abgefunden. Der Köpen, auf den haben wir vertraut. Der war gut, aber er hat sein Wort gesprochen, aber das hat nie, das ist nicht, nie. Ihre Fahrt war ja so zweigeteilt. Das eine war die Unterwasserfahrt. Dann sagten Sie jetzt gerade, haben Sie das ganze Boot renoviert, gründlich sauber gemacht. Und dann gab es ja ab Äquator die Überwasserfahrt. Sie haben vorhin gesagt, und das würde ich Sie noch mal bitten, so ein bisschen auszuführen, dann wurde es eine Urlaubsfahrt. Ja, war ich wahrscheinlich nachher hin. Bist über Wasser gefahren, du hast alles gehabt. Frische Luft. Da hast du kein, da schwimmen gern. Du hast ja alle Möglichkeiten gehabt. Weil ja, ein Spielerei. Das hat man hat sich gegenseitig schon gespielt. Ja, man hat der dran können, dann ist der dran können. Man sind ja die Tage jetzt gleich aus dem Kopf gegangen. Eine gewisse Besatzung, was da auch gemacht haben, der hat Ausguck gehabt, wenn er wo wer unterwegs ist. Ja, man muss wer unterwegs ist, was er kostet. Ausweichen. Damit man mit einem Seimer in Berührung kommt, ist. Ist noch platter. Nochmal letzte Frage, nochmal zu den Amerikanern. Die haben Sie inhaftiert, die haben Sie verhört. Was wollten die Amerikaner wissen? Die Amerikaner, die haben nichts gewusst, dass wir das von Hitler. Das war ja Hitler und von den Geheimplänen. Was will man mir sagen, wenn man nichts wissen? Was heißt denn? Und man hat von letzten bis zum ersten oder von ersten bis zum letzten einen gleichen Trick erzählt, dann würden sie es langsam klären. Meines Erachtens. Dass da nichts war. Und der Käpt'n selber und den ersten Offizier, den haben sie so und so extra in Verhörung gehabt. Da war nichts los mit der Partie.